Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute vom Neubau der Arthouse-Kinos im Heilbronner Marahaus. Und wir sind direkt gegenüber dem historischen Fleischhaus gelegen. Und was da drin alles entstanden ist an hochwertigen Kinosälen für 430 Zuschauer und vor allen Dingen auch, was dort gespielt wird, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Denn heute Abend gibt es hier die Vorpremiere, exklusiv für die Stimmeleser. Und da hat man wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Und deswegen gehen wir da hinein. Auch im Innern sieht man, dass nicht nur hochwertige Filme angeboten werden, sondern auch, dass die gesamte Ausstattung sehr, sehr wertig ist. Hier im Empfangsbereich ist das schon erkennbar, wo es dann die entsprechende Verpflegung gibt. Und wenn wir mal eine kleine Rückblende machen, wie es hier im Rohbau aussah, da hat sich natürlich vieles verändert und das dauerte seine Zeit, weil auch technisch natürlich alle diese Filme in der Top-Ausstattung und Top-Qualität präsentiert werden wollen. Also jetzt kann es endlich losgehen, auch mit der Premiere. Eine ganz andere Premiere gibt es hier ein paar Meter entfernt, wenn das Heilbronner Weindorf eröffnet wird, dann in diesem Jahr zum allerersten Mal von Innenminister Thomas Strobe, der ganz in der Nähe wohnt. Und auch die württembergische Weinkönigin ist dann mit von der Partie. Und da wird es schon bald eine neue geben. In Laufen wird die Nachfolgerin gewählt. 5 Kandidaten gab es schon, da fällt die Wahl schon. Ja, und jetzt fällt die Wahl nicht schwer, wenn wir in den ersten Kinosaal gehen. Groß ist die Auswahl an den verschiedenen Spielfilmen hier an diesem wertigen Arthouse-Programm. Bis zu 12 verschiedene Filme, also deutlich mehr als früher kann man sehen. Und das sind 4 Kinosälen insgesamt mit einer Platzkapazität von rund 430 Plätzen. Und man sieht auch im Inneren, dass hier nichts an ein Großkino, an ein Cine-Kino, an einen Dom oder irgendwo erinnert, sondern das ist sehr, sehr individuell, sehr, sehr persönlich geschaffen. Und da hat man sich auch von der Architektur und der Bebilderung einiges einfallen lassen. Ja, einiges einfallen lassen sich auch die Profisportclubs in der Region und überraschenderweise engagiert sich auch die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland jetzt im Profisport sehr, sehr stark, was bisher ja noch gar nicht der Fall war. Und Hut ab, die Heilbronner Falken konnten hier Kaufland und Lidl gewinnen an Sponsoren. Und wie man hört, ist das auch bei den Neckarsulmer Handballdamen in der ersten Bundesliga der Fall. Auch da wird die Schwarzgruppe groß einsteigen. Und deswegen stimmt es auch nicht, was Heilbronns Oberbürgermeister sagt. Es reicht, wenn Heilbronn eine Breitensportstadt ist. Nein, man braucht auch die Spitze, damit die Breite motiviert wird. Das sieht man ja an den Olympiateilnehmern und an Olympiasiegerin Carina Behr, die das auch ohne großartige Sponsoren sicher nicht schaffen würde. Einiges investiert wurde hier in diesen Kinosälen, knapp 1 Million Euro. Und nicht nur die Ausstattung, das sieht man auch hier oben bei den Loge Plus Sitzen, also im Prinzip nochmal ganz wertige Ledersitze, sondern eben auch, was die Tontechnik angeht, von der Firma Audio Pro hier in Heilbronn, das sogenannte QLI. Verfahren mit Dolby 7.1 und interessant auch die beste Aussteuerung von diesem Dolby Surround Ton, die hat man hier, wenn man mitten im Kinosaal sitzt, also immer ein Irrglauben, man müsste ganz hinten sitzen, weil dann natürlich die gesamten Lautsprecher dementsprechend auch ausgeregelt sind und ausgesteuert sind, damit dieses Kinoerlebnis ganz besonders zu spüren ist. Und ein ganz besonderes Erlebnis werden wir jetzt auch in Neckarsulm erhalten beim OB-Wahlkampf, der nimmt Fahrt auf und ist ja was völlig Normales, dass es verschiedene Kandidaten gibt. Deswegen heißt sie auch Wahlkampf und nicht Wahlsolo. Jetzt kann man sich die verschiedenen Programme, die Bilanzen und auch das Ganze noch einmal einem Faktencheck unterziehen und dann seine Entscheidung treffen. Das ist gelebte Demokratie und davon lebt auch so eine Stadt wie Neckarsulm. Für eine Stadt wie Heilbronn ist natürlich so ein Kinosender eine absolute Aufwertung. Das sieht man auch hier im Inneren bei diesen 4K-Projektoren. Da kosten die 60.000 Euro. Und daran sieht man auch, wie sich die Kinowelt verändert hat. Den guten alten Filmvorführer mit den großen Filmstuhlen, den gibt es schon lange nicht mehr. Alle Filme werden digital gestartet und dementsprechend natürlich auch in optimaler Qualität gezeigt. Und man hat sich einige Mühe gegeben. Es gibt Frühstücksfilme und es gibt dann auch das passende Filmmenü hier in Mangold mit dazu, je nachdem, welcher Film gerade gezeigt wird. Und es gibt eine Deutschland-Premiere mit der fast perfekten Welt der Pauline, das erste Stück, das hier gezeigt wird. Und die Regisseurin wird auch zu Gast sein. Also das ist das, was Arthouse ausmacht und womit man natürlich die Gäste auch hier wieder anlocken möchte. Ja, also hier herrscht Ruhe und Zuversicht. Das kann man ja beim Thema Sicherheit in Heilbronn nicht gerade sagen. Wir wollen das Thema der Vorwoche nicht noch einmal vertiefen, denn da haben viele
Kommentare, die mit Hetzparolen oder Beschimpfungen gespickt waren, für sich gesprochen. Wir wollen aber einfach auch mal sagen, dass manche auch durchaus in der Lage sind, eigene Kante zu zeigen und sich nicht davon einschüchtern zu lassen. Und wenn der Chef der Heilbronner Händler Thomas Gau sagt, es braucht eben diese Aktion der helfenden Hände nicht, dann hat er recht. Denn das Gewaltmonopol, das liegt beim Staate. Und man muss bei alledem immer Fakten sprechen lassen, nichts verschweigen, auch nicht die Messerattacke hier vor dem Mara-Haus, die haben wir exklusiv vermeldet. Denn der Bürger fühlt sich immer dann sicher, wenn er auch tatsächlich meint, dass man ihm immer reinen Wein einschenkt. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.